太极拳。Hallo und herzlich willkommen heute zu der nächsten Einheit. Ich bin Isabel Tenkenburg und wir werden heute zusammen Tai Chi machen. Das ist jetzt vielleicht mal ein bisschen was Neues. Tai Chi kommt aus dem asiatischen Raum und wird jetzt aber auch hier inzwischen sehr viel gemacht. Und für uns ist es eben besonders wichtig, dass das Tai Chi das Gleichgewicht, die Koordination und die Balance anspricht. Und genau das werden Sie dann in den Übungen auch sehen. Wir fangen jetzt mit der ersten Tai-Chi-Übung an. Diese Übung heißt Brust öffnen. Hierfür stehen wir in einem hüftbreiten Stand. Das Gewicht ist gleichmäßig auf beide Beine verteilt. Das können wir kurz ausprobieren, dass wir mal ein bisschen nach links wippen, ein bisschen nach rechts und in diese Verteilung hineinspüren. Und dann ganz langsam das Gewicht auf beide Beine verteilen. Nochmal tief einatmen und ausatmen. Die Knie sind leicht gebeugt. Und jetzt heben wir die Arme an auf Schulterhöhe. Atmen ein in der Bewegung, drehen die Handflächen zueinander, führen die Arme nach außen und atmen aus und führen die Arme wieder zusammen, atmen dabei ein und sinken sie wieder ab und atmen aus. Das machen wir jetzt ein paar Mal, damit wir die Bewegung flüssig drauf bekommen. Wir heben die Arme ein, atmen ein, strecken die Knie leicht, führen die Arme auseinander, atmen aus, führen die Arme wieder zusammen, atmen ein und senken sie wieder ab und gehen dabei leicht in die Knie. Machen es nochmal. Ausatmen, einatmen und wieder absenken. Und nochmal. Das kann jetzt noch jeder dreimal für sich in seinem eigenen Tempo machen. Ich mache langsam mit. Jetzt kommen wir wieder zur Mitte zurück, spüren nochmal in das Gleichgewicht hinein, in die Verteilung, schließen einmal kurz die Augen, atmen tief ein und wieder aus und dann haben wir es geschafft mit der ersten Übung. Bei der zweiten Übung im Tai Chi werden wir den Regenbogen schwingen. Hierfür werde ich gleich zuerst einmal zeigen, welche Bewegungen die Arme machen. Danach werde ich zeigen, welche Bewegungen die Beine machen und danach machen wir alles zusammen. Und genau, dafür fangen wir jetzt mit den Armen an.
Die Arme gehen nach vorne und über den Kopf. Die Handflächen zeigen zueinander. Und dann wird der rechte Arm abgesenkt und der Oberkörper neigt sich zu der Seite, zur rechten Seite. Und der Kopf schaut zu der rechten Hand. Dann gehen wir wieder nach oben. Der rechte Arm wird mit nach oben geführt. Der Kopf zeigt nach vorne. Und das Gleiche machen wir jetzt für die andere Richtung. Wir schauen zur linken Hand. Die Handfläche von der linken Hand zeigt nach oben. Ist auf Schulterhöhe. Wir gehen wieder nach vorne. Ich mache es noch einmal vor. Die Arme wieder absenken, kurz locker lassen. Jetzt kommt die Bewegung von den Beinen. Hierfür stehen wir schulterbreit da. Und die Bewegung sieht wie folgt aus, dass das Gleichgewicht sich auf das linke Bein verteilt und zur gleichen Zeit dreht die rechte Fußspitze nach außen, zeigt nach außen. Dann verteilt sich das Gleichgewicht wieder auf beide Beine. Und das Gleiche machen wir jetzt zur anderen Richtung. Das rechte Knie wird gebeugt. Das rechte Bein ist das Standbein. Und die linke Fußspitze zeigt nach außen. Auch das mache ich jetzt noch einmal vor. Wir verteilen wieder das Gleichgewicht auf das linke Bein. Und auf das rechte Bein. Jetzt machen wir die Arme und die Beine zusammen. Wieder schulterbreite Stellung, Knie leicht gebeugt, die Arme hängen noch nach unten. Jetzt heben wir die Arme nach oben und atmen dabei tief ein. Die Handflächen zeigen zueinander. Und jetzt erinnern wir uns daran, dass der rechte Arm nach außen geht. Gleichzeitig verteilt sich der Schwerpunkt auf das linke Bein. Das linke Bein wird zum Standbein. Die Fußspitze, die rechte, zeigt nach außen. Und wir drehen den Arm zur Seite, die Handflächen zeigen nach oben. Jetzt ist das rechte Bein ausgestreckt und der rechte Arm gemeinsam. Wir gucken zur rechten Hand. Bei dieser Bewegung atmen wir aus. Und wenn wir wieder nach oben gehen, atmen wir ein. Das Gleichgewicht verteilt sich wieder auf beide Beine. Und jetzt machen wir das Gleiche nochmal zur linken Seite. Das rechte Bein wird zum Standbein. Der linke Fuß zeigt nach außen, die Fußspitzen zeigen nach außen. Die Handfläche von der linken Hand zeigt nach oben. Und dort schauen wir auch hin. Halten kurz. Gehen wieder in die Mitte und das Gleiche wieder zur rechten Seite. Wir atmen aus. Und wir atmen ein, verteilen wieder das Gleichgewicht auf beide Beine. Gehen nochmal zur linken Seite. Atmen ein. Und auch das machen wir jetzt nochmal zu jeder Seite dreimal, jeder in seinem eigenen Tempo.
Kommen wieder in der Mitte zusammen. Senken die Arme ab, gehen leicht in die Knie. Und dann haben wir es geschafft. Die dritte Übung im Tai Chi heißt Wolkenhände. Hier zeige ich auch erstmal wieder die Bewegung mit einer Hand. Und danach füllen wir dann beide Hände zusammen. Die Beine bleiben diesmal einfach stehen. Und genau, wir starten direkt mit der ersten Hand, mit der rechten Hand. Der Stand ist leicht gebeugt. Und wir führen die Hand nach oben, zur Seite. Schauen immer mit dem Kopf hinterher. Und lassen sie wieder absenken. Und führen sie dann unten rum zur anderen Seite. Dort heben wir sie wieder an. Und führen sie oben zurück. Lassen sie wieder absenken. Dann unten. Mit dem Tai Chi schieben wir jetzt oben die Wolken. Und wenn wir runtergehen, das Wasser. Der Blick geht immer mit. Und dann senken wir ab. Jetzt führen wir die linke Hand dazu. Dafür heben wir wieder die Arme an. Gehen zur rechten Seite. Der linke Handrücken zeigt vom Körper weg. Die rechte Hand ist eben wie gehabt. Jetzt senken wir die rechte Hand ab. Und schieben oben die Wolken und unten das Wasser. Jetzt heben wir die rechte Hand an und senken die linke Hand ab. Und jetzt schiebt die rechte Hand oben die Wolken und die linke unten das Wasser. Wechseln wieder. Drehen den Oberkörper immer mit. Und schauen immer der oberen Hand hinterher. Wechseln wieder. Dreimal in jede Richtung, wieder jeder in seinem Tempo. Oben schieben wir die Wolken, unten das Wasser. Gehen wir wieder nach vorne und senken die Arme ab und dann haben wir es geschafft. In der vierten Übung im Tai Chi werden wir jetzt den Affen abwehren. Dafür sind wir wieder in der Ausgangsfußstellung, die wir schon kennen. Das heißt, hüftbreiter Stand, Beine leicht gebeugt. Und ich werde wieder erstmal nur den einen Arm zeigen und dann den anderen. Wobei sowieso eigentlich immer hauptsächlich ein Arm aktiv ist. Hierfür nehmen wir beide Arme nach oben, drehen die rechte Hand auf, die linke bleibt wie sie ist. Und jetzt wird die rechte abgesenkt, zum Körper herangeführt, nach hinten ausgestreckt. Wir schauen zur rechten Hand nach hinten. Die Hand wird ans Ohr rangeführt und jetzt schieben wir sie nach vorne zur linken Hand. Jetzt zeige ich es mit der linken Hand. Wir drehen die linke Hand auf, führen sie nach unten zum Körper, nach hinten, schauen auch da wieder zur linken Hand. Führen die linke Hand ans Ohr ran und schieben nach vorne zur rechten. Und das machen wir jetzt ein paar Runden. Wir gehen nochmal ganz zurück in die Ausgangsstellung. Arme hängen locker nach unten.
Die Beine im schulterbreiten Stand, Knie leicht gebeugt. Und wenn wir die Arme nach oben führen, atmen wir tief ein. Drehen die rechte Hand nach außen. Und wenn wir sie absenken, atmen wir aus. Führen sie nach hinten. Drehen sie auf. Ans Ohr ran und einatmen. Und wenn wir nach vorne gehen, atmen wir wieder aus und wechseln die Handposition. Jetzt ist der linke Arm, zeigt die Handfläche nach oben. Wir atmen einmal kurz ein. Und wenn wir die Hand absenken, atmen wir wieder aus. Führen den Halbkreis nach hinten und schauen zu der Hand. Wir atmen ein, wenn wir die Hand zum Ohr führen. Und wir atmen aus, wenn wir die Hand nach vorne schieben. Und das machen wir jetzt auch wieder pro Seite dreimal, jeder in seinem eigenen Tempo. Wir drehen die Hand auf. Und führen sie nach hinten. Und schieben nach vorne. Und wir kommen vorne wieder zusammen, senken die Arme ab, atmen aus und lassen wieder locker. Und dann haben wir es geschafft für heute. Übung Nummer 3. Übung Nummer 4.